Hallo und herzlich willkommen bei Windowsport.de. Heute mit ein paar WhatsApp-Tricks. Wir starten gleich los. Sprachnachrichten. Wie Sie wissen, muss man ja für eine Sprachnachricht das Mikrofon einmal drücken und dann kann man reden. So wie hier. Diese müssen Sie aber nicht gedrückt halten, sondern einmal kurz drauf halten und nach oben ziehen und nun können Sie Ihre Nachricht aufnehmen. Um das Ganze zu beenden, einfach abschicken. So einfach geht das. Und weiter geht's mit dem nächsten Tipp, und zwar eigene GIFs erstellen. Sie haben die Möglichkeit, eigene GIFs zu erstellen. Dazu klicken Sie Ihr Lieblingsvideo an, wählen dieses aus. Dieses darf natürlich nicht länger als 7 Sekunden sein. Bearbeiten dieses, ich schneide jetzt mal eins ganz schnell zusammen, und speichern dieses natürlich wieder als eigenen Clip ab. So, das habe ich jetzt gemacht. Nun muss ich das Ganze jetzt versenden. Und nun zeigen wir euch, wie das geht. Einfach auf das Plus-Symbol, dann wählen wir Fotos aus. Und wenn wir jetzt auf GIFs drücken, dann sehen Sie alle GIFs, die hier schon voreingespeichert sind. Wir wollen aber unser eigenes, das wählen wir aus. Und nun müssen wir hier rechts oben auf GIF drücken, statt auf Bild. Das machen wir. So, senden das Ganze. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann haben wir ein eigenes GIF erzeugt, das endlos abgespielt wird. Und unser nächster Trick. Sie können mehreren Leuten gleichzeitig Nachrichten schicken, ohne eine Gruppe zu erstellen. Wie das geht? Ganz einfach. Wir erstellen eine Broadcast-Liste. Wie geht das? Und zwar haben Sie hier oben links Broadcast stehen und da müssen wir jetzt mal drauf drücken. Dann neue Liste. Hier drücken wir drauf. Suchen uns nun die Teilnehmer aus, an denen wir schreiben wollen gleichzeitig. Das machen wir jetzt auch natürlich. So, und dann erstellen. Und nun kann ich hier eine Nachricht schreiben. Und das Tolle daran ist, ich kriege die Rückantwort nicht in dieser Liste, sondern einzeln von jedem User, den ich geschrieben habe, separat. Also, wieder mit mehreren Leuten geschrieben, ohne Liste zu erstellen. Ein toller Tipp. Und weiter geht's. WhatsApp zeichnet alles auf, wem ihr was geschickt habt, mit wem ihr geschrieben habt. Dazu in den Einstellungen. Dann Daten- und Speichernutzung. Hier wieder nach unten scrollen bis zu dem Punkt Speichernutzung. Und nun haben wir einen Überblick, mit wem wir am meisten gesprochen haben an erster Stelle und was dieser nun an Daten wegnimmt. Und wenn wir nun auf den jeweiligen Chat draufklicken, dann haben wir die Möglichkeit noch zu sehen, was hier alles geschickt wurde. Sprich an Videos, an Fotos und an allen möglichen Dateien. Wie Sie sehen, WhatsApp zeichnet alles auf. Auch noch etwas, was viele nicht wissen. Ich habe die Möglichkeit unter WhatsApp Textformatierung. Dazu einfach nur etwas schreiben, dann hier lange drauf bleiben, nun nach links scrollen und nun habe ich hier diesen Punkt hier, Textformatierung, und nun habe ich hier alle Möglichkeiten, wie fett, kursiv, ich kann durchgestrichen und Monospace. Ich kann auch miteinander kombinieren. So, ich schicke das ab und Sie sehen, jetzt ist das Ganze durchgestrichen. Wie gesagt, ich habe auch die Möglichkeit, mehrere Textarten miteinander zu kombinieren. Eine Nachricht bekommen, haben aber keine Zeit, diese zu lesen, dann haben Sie die Möglichkeit, diese später zu lesen mit einer Funktion. Und das geht ganz einfach. Wenn Sie eine Nachricht bekommen, einfach nur noch rechts scrollen, hier die Lesen und das war es auch schon. Dann haben Sie die Möglichkeit, diese später zu lesen. Wenn ich nach links ziehe, dann habe ich dort auch noch Funktionen und zwar kann ich das Ganze archivieren und unter mehr kann ich dann hier auch noch Info zu den Chat oder ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze auch noch zu löschen. Auch eine tolle Funktion. Auch neu in WhatsApp, man kann eine Nachricht wieder zurückrufen und diese löschen. Geht allerdings nur dann, 7 Minuten nachdem Sie es abgesendet haben. Ich schreibe hier eine Nachricht, so wie hier. Und nun kann ich diese wieder zurückrufen, einfach lange draufbleiben. Jetzt bleibe ich lange drauf, es
scroll nach links und sage, ich habe hier dicke Finger, es funktioniert nicht, löschen. Und dann habe ich die Möglichkeit für mich löschen oder für alle. Natürlich für alle, damit es niemand mehr sieht. Das mache ich und nun habe ich die Nachricht wieder zurückgerufen. Wie gesagt, funktioniert allerdings nur 7 Minuten, nachdem sie es abgeschickt haben. Das war es auch schon von uns. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Windows Power.de Team.